Rund um den Damavand erhebt sich eine faszinierende Bergwelt, etwa 2 Autostunden von Teheran entfernt. Zwischen 3.000 und 4.000 Meter sind die Gebirgszüge Dishkok und Doberar. Ein ideales Gebiet für die Ausbildung der iranischen Bergsteiger. Das Basecamp der Iranian Mountaineering Sport Climbing Federation liegt etwas oberhalb der Stadt Pulur auf rund 2.200 Meter Seehöhe. 4 Tage lang sind 3 Naturfreunde-Alpinisten vor Ort, um die Kooperation zwischen den Naturfreunden und dem iranischen Bergsteigerverband in die Tat umzusetzen. Das Know-how der Österreicher ist im Iran höchst willkommen. 2018 bei der Jubiläumsbesteigung des Damavand hat man diese Ausbildungskooperation vereinbart. Österreich ist ein Vorreiter, was Alpinismus angeht und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Wenn der Iran bergsteigerisch erfolgreich sein will, dann ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig. Um Sportler und Trainer technisch zu verbessern, brauchen wir. Die Zusammenarbeit. Der erste Einsatz im Iran war eine Bestandsaufnahme für die Naturfreunde-Ausbildner. Stefan Binder, Marcello Schrei-Lechner und Ewald Putz konnten sich einen Überblick verschaffen, wo man im Rahmen einer längeren Zusammenarbeit ansetzt. Muss. Bergsteigerisch sind die Iraner ja schon seit längerem auf den Bergen unterwegs. Technisch ist man oft auch am neuesten Stand. Der Umgang mit den Geräten oder das Hintergrundwissen fehlt aber bei vielen. Gleich am ersten Tag der Ausbildung gab es neben der theoretischen auch eine praktische LVS-Einweisung. Dabei haben sich gleich die Schwächen aufgetan, die es galt, im praktischen Einsatz auszumerzen. Unsere Technik, die wir am Berg einsetzen, ist weit weg von den europäischen Praktiken. Ich denke, das ist saisonal abhängig, etwa im Winter bei den Skiaktivitäten am Berg. Da ist es notwendig, dass wir uns auf die Möglichkeiten der Rettung stärker fokussieren sollten. Das Material dazu sowie die Organisation in Europa ist modern und ich denke, wir können einige Kompetenzen von den Österreichern hier bei uns im Iran anwenden. Rund 64.000 Bergsteiger zählt man aktuell im Iran, etwa 11.000 von ihnen sind aktiv in den Bergen unterwegs. Knapp 1.000 Trainer und Bergführer waren 2018 registriert. Sie sind es auch, die die Touristen auf die iranischen Berge führen. Bei diesem ersten Ausbildungstermin waren 24 Bergsteiger, davon 3 Frauen, mit dabei. Die Fragen der Teilnehmer beschäftigten sich meist immer nur um ein Thema. Wie machen wir das im Alpenraum? Wie machen wir das in Österreich? Wo sind heute die üblichen Werkzeuge, die wir verwenden? Also das, auf der einen Seite die Ausrüstung und auf der anderen Seite Werkzeuge sozusagen. Wie gehen wir mit der Ausrüstung um? Das ist ganz sicher ein Ziel von beiden, von den Einsteigern und von den Fortgeschrittenen. Von den Fortgeschrittenen bis hin zu den Tourenführern, die sind ja wirklich Führer da, ist es auch das Ziel, Sicherheit zu bekommen. Wie kann ich mit einer Gruppe umgehen? Wie kann ich meiner Gruppe Sicherheit bieten? Wie kann ich eine Tour führen und mich auf die Teilnehmer gut einstellen? Am nächsten Tag war eine kurze Skitour angesagt. Wie schon erwähnt, an der technischen Ausrüstung konnte man nichts bemängeln. Lediglich der Einsatz von Steigfällen, Skibindung oder LVS-Geräten war augenscheinlich nicht Routine. Die Naturfreunde-Ausbildner haben dann die Gruppen nach ihren Fähigkeiten zusammengestellt. Vor allem im Bereich Skifahren gab es große Unterschiede. Sehr erprobt haben sie das Ganze noch nicht so wirklich und sehr geübt sind sie in dem Gebiet auch nicht. Also es bedarf einiger Übung und natürlich ist die ganze Rettungsthematik nicht so der große Renner, was man halt bei einer Bergausbildung macht. Und es wird immer ein bisschen beiseite geschoben und ich glaube, das ist der Grund dafür, weil sie haben zwar alle LVS-Geräte, aber sie glauben, dass sie es zum Suchen relativ selten anwenden. Um das herauszufinden, waren die Touren rund um das Mountaineering Basecamp bestens geeignet. Auch die unterschiedlichen Wetter- und Schneesituationen, Pulver oder Bruchage, Sonne, Sturm und Schneefall und das alles so bei minus 8 Grad herum, waren mehr als ideale Trainingsbedingungen. Nur wenige Autominuten und man steht vor den imposanten Schneeflanken, die sich vor einem aufbauen. Die Kooperation mit den Naturfreunden Österreich soll eine neue Dimension der Zusammenarbeit beider Länder ermöglichen. Iran versucht auch parallel zu der
Kulturtourismus, den Sie in den letzten Jahren versucht haben zu unterstützen, auch in Outdoor und besonders im Bergsport vieles zu machen? Die Guides, die Damerwand-Guides, sind fachlich relativ weit. Sie sind sehr gute Bergsteiger. Doch Skifahren, Lawinenkunde sowie die Erstellung von Schneeprofilen, das alles war für die Teilnehmer meist Neuland. Im Iran gibt es auch keinerlei Informationen über die Lawinensituation, keine offiziellen Stellen, die online zugänglich wären. Auch hier ist großer Aufholbedarf gegeben, vor allem auch deshalb, weil man Skitouren gehen forcieren möchte. Die Bedingungen auf 2300 Meter Seehöhe waren an diesem Trainingstag alles andere als freundlich. Doch auch bei solchen Wettersituationen steht Sicherheit an erster Stelle. Als Grundlage für die Ausbildung hat man das W3-Konzept der Naturfreunde-Akademie eingesetzt. Es ist jetzt sozusagen das erste Kennenlernen, das erste Abtasten und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Also wir brauchen viel Zeit, um das Training Stück für Stück aufzubauen, damit Sie Sicherheit bekommen in der Anwendung Ihrer Ausrüstung. Am dritten Trainingstag zeigte sich das Wetter zumindest ein paar Stunden lang von der sonnigen Seite. Heute mussten die Teilnehmer selbst Verantwortung übernehmen. Nach nochmaliger Einführung wurden die Gruppen nach ihren Leistungsvermögen eingeteilt, Aufstiegsrouten festgelegt, LVS-Checks durchgeführt und das Marschtempo fixiert. Stets vor Augen der Damerwand mit seinen 5671 Metern Höhe. Einige der Teilnehmer absolvierten zum ersten Mal eine Skitour abseits einer gesicherten Piste. Ewald Putz, Marcellus Schreilechner und Stefan Binder hatten alle Hände voll zu tun, den Teilnehmern das österreichische Skitourengehen zu vermitteln. Gerade jetzt aufgrund der Sanktionen ist der Tourismus für den Iran ein Schlüsselbereich geworden. Der Iran hat eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Vegetationen, an verschiedenen Sportmöglichkeiten und natürlich auch ein reiches archäologisches Erbe. In diesen ganzen Bereichen möchte die Regierung sehr viel machen. Sie sehen dort ein sehr großes Potenzial, nicht nur um Devisen, um Touristen herzubringen, sondern eben auch um viele Jobs zu schaffen. Und die rund 1000 Bergführer und Trainer auf internationales Niveau zu bringen. Einige der Teilnehmer haben bis jetzt nur nebenbei oder hobbymäßig Bergführungen angeboten. Das Ziel ist es aber für manche, sich im Bergsportbereich ein neues Standbein mit besserem Einkommen zu schaffen. Beim Winterbergsteigen muss ich mein Wissen noch verbessern. Im Winter beim Skitourengehen ist Skifahren sehr wichtig. Und wenn wir in diesem Zusammenhang mehr Informationen bekommen, werden wir selbst davon profitieren. Vieles, was ich gehört habe, ist noch neu für mich, vor allem im Bereich Skitour oder Schneekunde. Ich nehme an solchen Seminaren teil, weil ich jede Gelegenheit nutze, um mein Wissen und meine Fähigkeiten am Berg zu verbessern. Ich möchte diesen Sport in Zukunft mit besserer Qualität und mehr Sicherheit ausüben. Ich bin noch in Ausbildung, was das Winterbergsteigen betrifft. Und mein persönliches Ziel ist es, auch ein guter Bergführer für den Winterbergtourismus zu werden. Um internationales Niveau zu erreichen, dauert es Jahre. Doch für den iranischen Bergsportverband steht nicht nur die Ausbildung der Bergsteiger im Zentrum. Die komplette touristische Aufbereitung von Wegnetz, Kartenmaterial und Hüttenlogistik bis hin zum Umweltmanagement sind wichtige Bereiche, die man nach österreichischem Vorbild gestalten will. Starke Eindrücke nehmen aber auch die Naturfreunde Ausbildner mit nach Hause. Ich komme auf jeden Fall wieder hierher. Das Land hat mich überzeugt. Das gefällt mir sehr gut. Die Menschen gefallen mir sehr gut. Ich fühle mich da wohl. Und ich komme ganz sicher wieder hierher zum Damerwand und kann es auch nur jedem weiterempfehlen, der mal ein kleines Abenteuer sucht und wunderschöne Berglandschaften. Denn der Damerwand ist auch der höchste Berg im Iran. Eine Besteigung ist sowohl im Sommer wie auch im Winter eine Herausforderung. Vor 175 Jahren war es der österreichische Biologe Georg Theodor Kocsi, der ihn das erste Mal bestiegen haben soll. 175 Jahre später wurde durch die österreichischen Naturfreunde erstmals eine Ausbildungskooperation mit dem Iran beschlossen.